Kapitel 2 Nach der Schulzeit Aufgabe 1b und c 1 Hallo Maja, wie geht's? Ganz gut. Und dir? Prima. Schön, dass wir uns hier auf dem Klassentreffen alle wiedersehen. Sag mal, was hast du denn nach der Schule gemacht? Du wolltest doch Kunst studieren, oder? Naja, nicht ganz. Kunst war echt mein absolutes Lieblingsfach. Klar. Und fotografiert habe ich auch schon immer gern. Ich wollte auf jeden Fall irgendwas Kreatives nach der Schule machen. Zuerst habe ich ein Praktikum bei einer Zeitschrift gemacht, also in der Grafikabteilung. Ach wirklich? Und hat dir das Spaß gemacht? Ja, das hat mir ganz gut gefallen. Und dann habe ich in Augsburg Grafik studiert. Aber irgendwie war das doch nichts für mich. Ich musste immer am Computer sitzen. Nach einem Jahr habe ich wieder aufgehört. Was hast du dann gemacht? Dann habe ich in der Schmuckwerkstatt von einem Freund mitgearbeitet. Dort habe ich viel gelernt. Und jetzt mache ich auch Schmuck. Das ist echt perfekt für mich. Hört sich gut an. Und was sind deine Pläne für die Zukunft? Mein Traum ist ein kleines Geschäft, wo man diesen Schmuck kaufen kann. Und du, was hast du gemacht? Also, ich habe gleich nach der Schule eine Spengler-Ausbildung gemacht. Und danach wollte ich... 2. Du, was hast du nach der Schule eigentlich gemacht? Hast du gleich eine Ausbildung angefangen? Nee, nach der Schule habe ich erstmal überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Eine Ausbildung oder studieren? Ich hatte keine Ahnung. Dann bin ich 2 Jahre nach Argentinien gegangen und habe dort in einem sozialen Projekt gearbeitet. Echt? Klingt ja interessant. Wie war das? Das war super. Ich habe viele Leute aus der ganzen Welt getroffen und viel gelernt. In diesen 2 Jahren habe ich total viele Erfahrungen gesammelt. Dann sprichst du ja auch richtig gut Spanisch, oder? Ja, klar. Schon ziemlich gut. Und was machst du jetzt? Naja, ich bin zurückgekommen und habe erstmal gar nicht gewusst, was ich machen soll. Klar war nur, dass ich mit Menschen arbeiten wollte. Da habe ich erstmal vielleicht 2 Jahre oder so in einem Café gejobbt. Und jetzt mache ich eine Ausbildung zum Altenpfleger. Das gefällt mir total gut. In dem Altenheim möchte ich auch gern bleiben, auch nach der Ausbildung. Und sag mal, was machst du denn jetzt? Ich bin nach dem Abi erstmal 2 Jahre nach Griechenland gegangen. 3. Hey Simone, was machst du denn jetzt? Hast du nicht eine Ausbildung gemacht? Was war das nochmal? Nee, ich studiere seit 4 Jahren Informatik. Nächstes Jahr bin ich fertig. Ah, stimmt. Du warst ja in der Schule auch so gut in Informatik. Ja, ich habe schon immer, auch schon als Kind, gerne am Computer gespielt. Computer sind einfach mein Hobby. Und was hast du dann direkt nach der Schule gemacht? Nach der Schule war ich erstmal ein Jahr als Au-pair in England. Mein Englisch war ja nicht so gut. Und ohne Englisch geht gar nichts, erst recht nicht in der Computerbranche. Und dann bin ich an die Uni. Und was möchtest du später machen, nach der Uni? In meiner Freizeit schreibe ich Computerspiele. Ich hoffe, ich kann später meine Spiele verkaufen und davon leben. Echt? Das hört sich ja gut an. Weißt du, wen ich letzte Woche getroffen habe? 4. Na, was hast du denn nach der Schule gemacht? Naja, ich wollte vor allem schnell mein eigenes Geld verdienen. Deshalb habe ich erstmal als Verkäufer in einem großen Sportgeschäft gearbeitet. Und bist du da immer noch? Nee, das habe ich 3 Jahre gemacht. Aber das war auf Dauer echt langweilig. Was machst du denn jetzt? Im Moment mache ich eine Ausbildung zum Hotelkaufmann. Das ist klasse. Und ich reise ja selbst auch gern. Ich lerne alle Arbeiten in einem Hotel kennen und habe viel Kontakt zu Menschen. Und deine Pläne für die Zukunft? In einem Jahr bin ich fertig mit der Ausbildung. Und dann möchte ich in einem Hotel im Ausland arbeiten. Vielleicht in den USA. Ehrlich? Also, da war ich auch letztes Jahr. Und da war es echt... 5. Ach, Anna. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ja, das stimmt. Wolltest du nicht Medizin studieren? Doch.
Ich wollte gleich nach der Schule Medizin studieren, aber ich habe ja keinen Studienplatz bekommen. Da habe ich eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Und, hat dir das Spaß gemacht? Ja, das war gut und hat mir nochmal gezeigt, dass Medizin das Richtige für mich ist. Menschen zu helfen macht mir auch Spaß. Und nach 3 Jahren Ausbildung habe ich endlich einen Studienplatz für Medizin bekommen. In Ulm. Also jetzt studiere ich doch noch. Und was sind deine Pläne für die Zukunft? Eine eigene Praxis? Nö, ich will auch später in einem großen Krankenhaus arbeiten. Vielleicht in Berlin. Mal sehen. Und du? Na, ich studiere Elektrotechnik in Köln und bin wirklich sehr zufrieden momentan. Gut gesagt. Sie sind überrascht. Ich musste jeden Tag um 6 Uhr aufstehen. Ach nee. Mit vielen habe ich heute noch Kontakt. Echt? Ich hatte viele tolle Lehrer. Ehrlich? Man durfte keinen Fehler machen. Sie war sofort sauer. Ach komm. Aufgabe 6a. Trainingsprogramm. Sport. Kunst. Transport. Gespräch. Spiel. Lustig. Sprache. Fremdsprache. Zuerst. Stunde. Fest. Spaß. Einweihungsparty. Aufgabe 6b. Sprechen. Student. Samstag. Muttersprache. Stadt. Post. Donnerstag. Aufgabe 7a. Hallo! Hey, Eva, schön, dass du wieder da bist. Hallo, Niklas. Ich bin auch froh. Seit 22 Stunden bin ich unterwegs. Ach, du Arme. Darf ich vorstellen? Unsere neuen Mitbewohner, Sören und Birte. Hallo. Niklas hat mir schon von euch erzählt. Hallo, Eva. Ich bin Sören. Willkommen zurück. Hallo, Eva. Schön, dich kennenzulernen. Wie war dein Urlaub? Super. 2 Monate Sprachkurs in Barcelona. Das war toll. Ich habe viel gelernt und viel Spaß gehabt. Und ihr? Seid ihr schon fleißig? Ja, ich lerne schon für eine Prüfung. Ich studiere Geschichte und Politik und nächste Woche geht das Semester los. Und du, Sören? Ich jobbe im Moment noch, aber nächste Woche beginnt auch bei mir das Semester. Ich studiere an der Technischen Uni Informatik. Ah, dann kannst du mir bei Computerproblemen helfen. Ja, gern. Kommt, gehen wir in die Küche. Eva, trinkst du immer noch so gerne Kaffee? Klar. Willkommen in unserer Küche. Dein Lieblingsplatz. Oh ja, aber hier sieht es ja ganz anders aus. Na, wir haben etwas aufgeräumt. Aufgabe 7c. Sag mal, Niklas, wo ist denn meine Tasse? Deine Tasse? Die steht im Schrank ganz oben. Wer hat sie denn in den Schrank gestellt? Sie war doch immer auf dem Regal. Und der Zucker? Wo steht der? Der Zucker ist dort im Glas. Aha. Und mein Kochbuch? Das liegt nicht mehr auf dem Kühlschrank. Das hat Birte auf das Regal gelegt. Auf die Zeitungen. Ja, genau. Da ist es ja. Aber wo ist eigentlich die Uhr? Die hängt doch immer über dem Schrank. Da hat man sie nicht so gut gesehen. Sie hängt jetzt über der Tür. Oh Mann, ich war doch nur in den Ferien. Und alles ist anders. Eine Frage noch. Wo ist meine Schokolade?